Herr Mottl, Sie inszenieren Meistersinger in Wiesbaden. Welche Geschichte erzählt das Werk? Das erzählt den Versuch von einem Club alter Herren, sich mittels Tradition und dem Altbewährten gegen das Neue zu stemmen. Was nicht recht gelingt, weil diese Trutzburg der Vergangenheit und des Bewährten, des Altbewährten aus dem Auge verliert, was die Gegenwart eigentlich ausmacht. Und das gerät zu tragischen und sehr komischen Ereignissen. Am Ende des Werkes kommt es zu einer Ansprache auf der Festwiese, eine Ansprache durch Hans Sachs, die man als nationalistisches Dröhnen hören kann. Wie sehen Sie dieses Ende? Für mich ist Hans Sachs jemand, der den Ausgleich sucht, der sehr differenziert denkt und dadurch manchmal auch leicht missverstehbar ist. Er ist in Rage, er ist in Überzeugungswut, er möchte die Leute erreichen und übertreibt dadurch vielleicht auch ein bisschen, ist auch etwas pathetisch, aber im Kern würde ich sagen, versucht er zu verbinden, das Progressive und die Tradition zu vereinen und ein Ideal zu schaffen. Und ich finde, das ist ziemlich singulär, dass er eben jenseits des Mainstreams versucht, eine Position in der Öffentlichkeit zu vertreten und dafür einzustehen. Meistersinger haben als Werk einen besonderen Bezug zu Wiesbaden. Richard Wagner hat in Biebrich gelebt und dort auch an dem Werk gearbeitet. Sind Sie auf Richard Wagners Spuren in der Region gewandelt? Ja, selbstverständlich. Ich wusste schon, dass Wagner natürlich da in Biebrich gewohnt hat, habe mir das genau angeschaut, den Schlosspark, den er genau beschreibt. Wir waren im Schott-Verlag in Mainz. Und er wurde dort, glaube ich, auch vom Hund gebissen. Ne? Ja, genau. Und er hatte zwei Liebschaften mit zwei Frau Meyers. Das hat mich auch besonders interessiert. Ja. Zur gleichen Zeit, um seine Minna zu verdauen. Und insofern muss das sehr inspirierend für ihn gewesen sein. Er beschreibt das auch sehr genau, wie ihn eben der Rhein zu diesem Vorspiel der Meistersinger gebracht hat, wo ja alle Motive des Stückes zusammengefasst sind. Also insofern kann man sagen, der Kern ist tatsächlich in Wiesbaden entstanden. Eine Wiesbadener Oper. Ja!